Heute packen wir den grünen Daumen aus, also den, und widmen uns ganz vegetarisch der fleischfressenden Pflanze. Freunde des Klemmbausteins und Fans von Nintendo Super Mario, Lego hat da was Cooles herausgebracht. Die fleischfressende Pflanze bzw. die Piranha-Pflanze aus Super Mario als, ja doch, schickes Klemmbaustein-Set. Und auch wenn ich selbst, nein, stellen wir's, ja. Auch wenn ich selbst kein Super Mario-Player bin, die hier musste ich aber haben, erinnert mich eher an Audrey 2 aus Little Shop of Horror. Wie dem auch sei, diese Pflanze gehört doch einfach in jedes Regal oder auf jeden Schreibtisch. Ideal für Lego- oder Klemmbaustein-Einsteiger. Sehr einfach zu bauen. Tolle Teilequalität. Die Fliesen, ein Traum. So gut wie keine Farbkodierung. Etwas im Blumentopf, sieht man aber nachher nicht mehr. Und auch Farbabweichungen halten sich dezent in Grenzen. Einige rote Technikverbinder sind etwas dunkler als der Rest der roten Blüte. Also summa summarum ein easy bauen, was echt Spaß macht. Und ich denke, das Ergebnis kann sich so oder so immer sehen lassen. Man kann sogar die Pflanze mittels verschiedenen Gelenken auch unterschiedlich positionieren. Und wenn ich sie hier so rausnehme, kann ich sie auch nach hinten kippen oder eben nach vorne. Also ganz, wie es mir gefällt und wie es auf meinem Schrank oder in meinem Regal dann am coolsten ausschaut. Zudem kann ich die Pflanze auch als Spardose, naja, zweckentfremden. Es liegen solche Münzfliesen bei, aber ich kann auch echte Münzen nehmen und die werfe ich einfach hier seitlich ein. Der Blumentopf dient als mein Sparschwein und mittels einem Druck auf eine Taste kann ich meine Spardose wieder entleeren und komme an meine Reichtümer wieder heran. Also für mich ein No-Brainer, kostet derzeit um die 50 Euro. Der Preis wird wahrscheinlich aber noch weiter fallen und eignet sich auch sicherlich gut als Geschenk. Und zur Pflege sei gesagt, nur abstauben, nicht gießen und auch nicht den Finger reinstecken. Oh, die sind gut spitz, die Zähne. Aber die passen so cool zusammen, wenn man das so sieht. Ja, ich find's einfach klasse gelungen. An welchen Star erinnern mich da nur die Lippen? Genau, an Janis, die Gitarristin der Muppets. Ja?